Moin zusammen, ein allerletztes Mal zum OER-Camp Making and Do-It-Yourself von meiner Seite aus. Wir haben schon einiges behandelt in diesem Camp und es ging darum, wie man einen eigenen Makerspace aufmachen kann, zum Beispiel auch an einer Schule oder welche Maschinen und Projekte für Schülerinnen und Schüler besonders geeignet sind. Und zum krönenden Abschluss bin ich heute einfach mal in unser FabLab hier in Lübeck gegangen, in FabLab Lübeck e.V. und zeige euch da mal, wie so ein Makerspace aussehen kann und welche Maschinen es noch gibt, die wir jetzt in dieser Webtop-Reihe nicht behandelt haben. Wir haben natürlich die großen behandelt, wie 3D-Drucker oder Lasercutter, aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Maschinen, die noch interessant sind und die einen Makerspace auch sehr, sehr interessant gestalten können. Aber am Ende ist das FabLab, also ein Makerspace, sind nicht die Maschinen, sondern es ist der Austausch, es sind die Mitglieder, es sind die Projekte, die hier umgesetzt werden und auch das Leben, das dadurch entsteht, dass hier eben ganz viele Maker zusammenkommen und mithilfe dieser Maschinen ihre eigenen Projekte umsetzen. Gut, dann führe ich euch jetzt einmal hier durch die Räumlichkeiten. Zum einen fühlt euch nicht irgendwie ja, unter Druck gesetzt oder so. Wir haben mittlerweile ein sehr, sehr großes FabLab. Uns gibt es jetzt schon seit 7 Jahren. Wir haben auch in einem ganz, ganz kleinen Container nur angefangen. Da hatten wir einen 3D-Drucker, einen Lasercutter und eine Fräse und das war es dann auch eigentlich. Hatten 2 kleine Räume und über die Zeit ist das mehr und mehr gewachsen. Wir haben immer mehr Projekte, auch international zum Beispiel sind wir angegangen, haben dort mitgemacht und konnten uns so dann stetig weiter aufbauen. Wir haben ja dann auch irgendwann einen Verein gegründet, haben jetzt auch Mitglieder und vor allem die aktiven Mitglieder sind hier Gerätementoren und halten den ganzen Laden am Laufen. So, vielleicht erst einmal, ich gucke gerade, da ist niemand draußen, was jedes FabLab irgendwie was angeht, ist natürlich, wie kommen die Mitglieder rein, gerade wenn man mit mehreren Personen in einem offenen Makerspace arbeiten möchte. Wir haben hier so ein Schlüsselsystem, wo wir verschiedene Maker-Karten bedruckt haben. Das sind so RFID-Karten, die entsprechend die Tür bei uns aufschließen können. Und was wir tatsächlich auch noch gemacht haben, mit diesen Maker-Karten kann man die Einweisungen für die Maschinen protokollieren, kann also sehen, welche Person an welcher Maschine arbeiten darf und den aktuellen Stand der Sicherheitsbelehrung einsehen, weil die bei uns jährlich wiederholt werden muss. Gut. Gehen wir aber einmal einfach im FabLab lang. Weil wir mittlerweile so groß sind und man sich dann leicht verläuft, haben wir hier ein kleines Liniensystem an die Wand gemalt. Vielleicht noch vorweg, wir sind mitten im Jahr 2020 umgezogen, konnten ein bisschen was fertig machen und dann gingen wir wieder in den Lockdown. Das bedeutet, es ist nicht alles fertig, aber soweit wir gekommen sind, zeige ich euch das jetzt hier. Ich komme jetzt durch den Eingangsbereich, hier links, da sehen wir dann auch Martin, der immer sehr gut für eure Fragen auch verantwortlich war, haben wir das Büro unserer Lab Manager, denn seit dem Jahr 2020 haben wir tatsächlich 2 Lab Manager eingestellt, die sich hier um die WWchens, das Lab, kümmern, die auch Firmen oder Startups bei ihren Projekten unterstützen und betreuen und auch Vormittagsöffnungszeiten zum Beispiel anbieten können. Wenn wir reinkommen, sehen wir hier einmal unseren Aufenthaltsbereich und Seminarbereich. Wir haben das Ganze Green Lab getauft, denn seit der Eröffnung dieses Labs haben wir eine neue Sparte aufgemacht. Und zwar, man sieht es hier schon, ganz, ganz viele Pflanzen, die dann auch alle einen kleinen Steckbrief erhalten sollen, um eben sich ja ein bisschen an seinem grünen Daumen auszutoben. Ist alles natürlich noch in der Entstehung. Hier sehen wir schon einen halb gebauten, da steht jetzt das OER-Camp. Die Leinwand drauf, ein Pflanzkasten, wo dann noch verschiedene Sachen reinkommen sollen. Aber hier im Green Lab ist einmal unser allgemeiner Seminarbereich. Hier werden die ganzen Workshops gehalten oder auch die Schulungen oder die theoretischen Einweisungen, zum Beispiel im 3D-Drucker. Deswegen haben wir hier auch einen schönen Beamer an der Wand und da hinten, ja, sieht man jetzt sehr klein, kommt auch nochmal ein Beamer hin. Ja, später ist hier auch noch geplant, zum Beispiel einen kleinen gemütlichen Aufenthaltsbereich zu machen mit Couch und Co. Denn wenn man den Platz hat, sollte man auch nicht vergessen, es geht um das Miteinander. Und es ist natürlich wichtig, an den Maschinen zu arbeiten, aber es ist auch wichtig, einen Platz zu haben, an dem man arbeiten kann. Oder wie hier einfach einen Bereich, wo man sich mal hinsetzen kann und gemeinsam über auch die Software schauen kann. Denn vieles, was am Ende in der Maschine landet, fängt am Laptop oder PC an. Und da ist es auch immer ganz gut, sich einfach gemeinsam davor zu setzen und über ja, die Dateien zu schauen und gemeinsam zu rätseln, warum es vielleicht gerade nicht funktioniert oder wie es besser funktionieren könnte. Hier vielleicht noch, ich habe es schon in einigen Bildern gezeigt, das ist unser
InMove, also unser KIM. Das ist ein Projekt, was jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre in unserem FabLab läuft. Das ist ein humanoider Roboter, der komplett Open Source im Internet zum Nachbauen zur Verfügung gestellt wird. Der kann verändert werden, wie man möchte. Unser InMove, ja, wächst und fällt wieder auseinander, weil wir alle möglichen Teile ersetzen und neu machen. Und ja, es ist ein stetiges Projekt. Da sind wir aber auch sehr, sehr froh, dass wir Unterstützung haben, was finanzielle Mittel angeht. Denn wenn man viel rumprobiert, geht auch einiges kaputt. Und so als kleiner Student möchte man sich das vielleicht nicht oder kann man sich das vielleicht nicht leisten. Okay, kommen wir in unseren 3D-Scan-Bereich. Die Scanner sind jetzt tatsächlich nicht aufgebaut, um sie vor Staub zu schützen, da sie etwas empfindlicher sind. Hier habe ich euch einmal unsere Kinect-Kamera ausgepackt. Vielleicht zum Thema 3D-Scan, das hatten wir jetzt nicht behandelt im Rahmen der Web-Talk-Reihe. Es wird einem immer so ein bisschen, ja, das Blaue vom Himmel versprochen, aber es ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Man denkt sich, okay, wir stellen den Scanner hin, packen unser Teil da drauf, lassen den laufen und danach kann ich das direkt mit dem 3D-Drucker ausdrucken. Ganz so einfach funktioniert das meistens nicht. Wir haben einen Laserscanner, den Next Engine. Der braucht schon, ja, bis man da was Brauchbares rausbekommt, 1 bis 1,5 Stunden, weil man verschiedene Scans machen muss aus verschiedenen Orientierungen, die dann mit so Merge Points zusammensetzen muss. Und bis da dann wirklich das fertige Objekt rauskommt, ist es bei einfachen Modellen meistens schneller, es einmal nachzukonstruieren. Daher eignet sich das vor allem für ja, Stücke aus Museen zum Beispiel, hatten wir hier schon eingescannt, die man nicht nachmodellieren kann. Oder eben ja, wirklich Bauteile mit vielen Biegungen, die man nicht ausmessen und nachmodellieren kann. Wir haben bei uns einen 3D-Scan-Workshop, wo wir diese verschiedenen 3D-Scan-Verfahren einmal durchgehen. Also vom Laserscanner über das Streifenlichtverfahren von der Kinect oder das Time of Flight von der Kinect 2 bis hin zu einer Fotogrammetrie, also dass man ein Objekt in der Mitte hat und mit der Kamera ganz oft drumherum geht und dann am Ende diese Bilder zusammensetzt zu einem 3D-Modell. Aus diesem Workshop, da scannen wir immer die Teilnehmer ein. Das hier ist der gute Piane und der liebe Philipp. Sind zum Beispiel mal einige Modelle, die wir eingescannt und dann ausgedruckt haben. Und ja, das haben wir mit der Kinect-Kamera gemacht, sind dann mit der losen Kamera um die Leute drumherum gelaufen. Und das hat tatsächlich auch schon ganz gut funktioniert. Allerdings lässt der Detailgrad natürlich zu wünschen übrig, wenn man das jetzt aus einer industriellen Sichtweise betrachtet. Für den Hobbygebrauch und zum Lernen, was es mit 3D-Scan auf sich hat, ist das aber völlig ausreichend. Aber wenn ihr da Fragen habt rund um 3D-Scan, in unserem Forum gibt es einen sehr, sehr großen Bereich, wo viel diskutiert wird. Ich haue euch den Link einmal unten in die Beschreibung oder schreibt einfach eure Frage in die Kommentare. Gut, so viel zum 3D-Scan-Bereich. Ich versuche einmal sanft mit euch rumzulaufen, dass euch nicht schlecht wird hier bei meiner Achterbahnfahrt. Denn tatsächlich habe ich einen mobilen Stand improvisiert heute Morgen, damit ich euch hier mit auf Reise nehmen kann. Hier vielleicht nochmal, weil ich ihn gerade sehe, das ist Theo. Theo ist ein kleines Modell einer Theo Jansen Maschine, der mal in der Make zum freien Nachbauen zur Verfügung gestellt wurde. Die Anleitung und so gibt es auch alle noch im Internet, kann ich euch gerne auch einmal verlinken. Die sind von einem Twitter heißt er Jo. Ich weiß allerdings nicht genau, wie sein richtiger Name lautet. Der hat allerdings sehr, sehr viele dieser Krabbler gebaut. Und ja, in allen möglichen Größen, Formen und Farben. Und der freut sich auch immer, wenn man die nachbaut und ihm dann zum Beispiel verlinkt und ihm zeigt, was man denn gemacht hat. Okay, wir kommen in den nächsten Raum. Das ist unsere sogenannte Do-it-yourself-Area. Hier haben wir einmal den großen Lasercutter, den wir letztes Mal behandelt haben. Dann haben wir hier noch unseren Elektronikbereich. Dort haben wir eine Platinenfräse, um eben eigene Platinen oder PCBs herstellen und fräsen zu können. Wie wir sehen, die ist auch noch nicht in Betrieb genommen worden, weil die Mentoren entsprechend zur kurzen offenen Zeit leider keine Zeit hatten. Hier haben wir jetzt noch 2 Elektronik-Werkbänke mit Lötkolben, Oszilloskopen, etc., dass man eben seiner Schaltung auch irgendwie Leben verleihen kann. Hier sind dann auch einfach nochmal natürlich freie Arbeitsplätze, wo man sich hinsetzen und ein bisschen was zusammenschrauben kann. Ja, hier ist unser einer ILAB-Tisch, den wir schon in Betrieb genommen hatten, mit den Lötkolben und den Oszilloskopen und Labornetzteilen.
Und als letzter Part in diesem Raum haben wir noch unseren Näh- und Stickbereich, also unser Textil-Lab. Da haben wir mittlerweile eine CNC-Stickmaschine, eine Overlock-Maschine, dieses nette Ding hier, und eine Nähmaschine. Aber zu diesem Bereich kommen wir später noch genauer, denn ich habe etwas für euch vorbereitet. Und zwar möchte ich euch einmal den Lasercutter in Aktion zeigen. So sieht er dann wirklich aus. Man sieht, es ist wirklich sehr, sehr groß, das Gerät. Wir haben jetzt den Sonderlaser Mars 130. Der hat einen Bettraum von 1300 mal 900. Und wir sehen, wie das hier dann wirklich mal aussieht. Das ist die Linse, durch die entsprechend der Laserstrahl später geschickt wird. Und dort sehen wir diesen kleinen roten Punkt. Wenn ich ein bisschen hoch und runter gehe, sieht man ihn leider tatsächlich, um die Fokussierung oder die Bündelung des Lichts auf dem Material genauer einzustellen. Wenn man jetzt ein Material unterlegt, ist der erste Schritt immer hier so ein Plättchen zu nehmen und zu schauen, dass der Abstand von Werkstück zur Linse passt. Bei uns sind das genau 4 mm. Und deswegen sollte dieses 4 mm Stück da einfach einmal genau drunter passen. Ich hole das einmal in die andere Kamera. Alternativ gibt es hier dann auch so verschiedene Treppen, die man für verschiedene Laserlinsen einstellen kann. Okay, ich habe hier jetzt schon alles vorbereitet, habe die Datei auch entsprechend auf den Lasercutter geladen. Der Laser, den schalte ich einmal an, den kann man nämlich über einen Hardware-Schalter ein- oder ausschalten. Mache die Klappe zu. Zack. Na, jetzt hängt sie irgendwo. Ui, das war laut. Und drücke hier im Bedienpanel einfach auf Start. Okay, und hier, ich versuche euch das einmal genau so seht ihr das, zu zeigen, sehen wir jetzt den Lasercutter direkt in Aktion. Er fährt jetzt hier einmal die Linien lang. Das ist jetzt eine Linie, die ich als leichten Cut eingestellt habe, also dass es nur auf der Oberfläche angeritzt ist. Und wenn er damit fertig ist, lasert er das einmal aus, dass man das Material am Ende auch, also dass man die Flamme dann am Ende auch aus dem Material herauslösen kann. So, der braucht jetzt insgesamt 1 Minute, glaube ich, hatte ich jetzt eingestellt. Und ihr könnt natürlich gerne mal raten, was das werden soll. Ich glaube, man kann es schon ganz gut erahnen. Könnt ihr gerne in den Chat schreiben, wenn ihr möchtet. Ansonsten zu unserem, jetzt ist er auch schon fertig. Das sieht ganz gut aus. Zu unserem Lasercutter. Wir haben eine externe Abluft, die bei uns an die Gebäudeabluft angeschlossen ist. Wir haben hier so eine kleine Ampel. Da sieht man jetzt ein rotes Licht leuchten. Das bedeutet, dass er noch abziehen muss und dass ich den Lasercutter noch nicht öffnen darf. Genau, Anja, das ist ein OER-Logo. Ja, und hier ist entsprechend das Steuerpult oder das Regelpult für die Lüftung. Wir sehen jetzt in dem grünen, das grün blinkende Licht bedeutet, dass die Lüftung gerade aktiv ist. Okay, jetzt haben wir eine grüne Lampe. Das heißt, ich kann den Lasercutter öffnen. Und ich hoffe, meine Parameter stimmen. Ich habe das natürlich vorher nicht ausprobiert. Okay, das sieht jetzt schlecht aus. Die Parameter haben nicht ganz gepasst, aber macht gar nichts. Ich kann es euch auch so zeigen. Man könnte jetzt natürlich einfach noch einmal hinübergehen, aber wir sehen hier einmal das OER-Camp-Logo. Okay, was man hier jetzt sieht, was nicht gepasst hat, ist der Abstand von Laser zu Linse. Anscheinend wurde das zwischendurch noch einmal verstellt, als ich das eingerichtet hatte. Und diese eine Linie, die jetzt innen ist, ist drauf graviert und die andere sollte theoretisch durchschneiden, hat jetzt nicht ganz gereicht. Müsste man die Settings nochmal anpassen, habe ich euch ja letzte Woche gezeigt, wie das geht. Okay, der Lasercutter ist wie gesagt eigentlich unser beliebtestes Gerät, weil man eben sehr, sehr schnell Ergebnisse erzielen kann. Ihr habt das eben gesehen. Dieses Teil ist ungefähr 20 cm groß und ja, in unter oder in ungefähr 1 Minute war er dann auch fertig. Okay, kommen wir zum Textilbereich. Da habe ich nämlich auch was Kleines für euch vorbereitet. Die lassen wir gleich einfach arbeiten, während wir schon weitergehen. Das ist nämlich die CNC-Stickmaschine und wie man sieht, habe ich hier auch einmal ein kleines Logo reingeladen. Das stickt allerdings insgesamt 10 Minuten, deswegen starten wir das einfach schon mal. Da könnt ihr nämlich dann auch sehen,
wie das Ganze funktioniert. Man sieht jetzt leider nicht, was auf den Stoff gestickt wird, da das alles ein bisschen überblendet wegen der Beleuchtung der Stickmaschine. Das sehen wir dann aber nachher genauer, wenn er soweit fertig ist. Ja, zur CNC-Stickmaschine. Man kann eigene Logos oder eigene Designs am PC fertig machen, kann sie dann reinladen und relativ einfach auf seinen Stoff sticken. Wichtig ist, dass der Stoff dabei immer nur eine Lage hat, weil er eben von oben durchgeht, wie beim Nähen auch. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein T-Shirt besticken möchten, dürfen wir nur eine Seite des Stoffs besticken, sonst nähen wir natürlich Vorder- und Rückseite aneinander. Hier haben wir einmal das Material, was eingeladen wird. Das ist jetzt hier das grüne Garn. Und wenn man hier vielleicht schaut auf das Display, gibt es verschiedene Farbwechsel. Denn die Schere von dem Logo ist ja weiß, das heißt, die möchten wir natürlich auch in weiß sticken. Und sobald die Stickmaschine mit dem grünen Layer fertig ist, sagt sie, bitte wechsel das Material. Dann kann ich den weißen Faden einspannen und dann mit weiß entsprechend weiter sticken. Genau, die Frage wird in die Frage- und Antwortrunde mit aufgenommen. Allerdings weiß ich nicht, ob du jetzt Stickmaschine oder Lasercutter meinst, sonst schreib das nochmal dazu. Hier haben wir jetzt unsere neueste Errungenschaft, die tatsächlich im Mai erst gekauft wurde, beziehungsweise zu uns gekommen ist und sehr viel außer dieses Teststück bisher noch nicht gemacht hat. Das ist eine Overlock-Maschine. Eine Overlock-Maschine arbeitet hier mit 4 Garnen und ist für die Kleidungsherstellung sehr, sehr nützlich und hilfreich. Denn wenn man sich diese Nähte hier einmal anschaut, das sind die typischen Kleidungsnähte, die ihr auch findet, wenn ihr bei eurem T-Shirt zum Beispiel einfach einmal auf die Rückseite schaut. Die sind sehr stabil und was sehr, sehr cool ist, es gibt direkt an der Seite ein kleines Messer. Das heißt, die Stoffkante ist immer gerade. Was vor allem mir sehr, sehr hilft, weil ich nicht so sehr gut gerade zuschneide. Gut, hier unten haben wir noch einmal eine kleine Nähmaschine. Wir haben uns tatsächlich entschieden, alle Geräte von einem Hersteller zu nehmen, weil die Bedienung relativ ähnlich ist. Oder also das Einfädeln, den Unterfaden einlegen etc. ist bei den Brother-Maschinen relativ gleich gelöst. Oh, sorry, ich packe einmal das Kabel weg. Deswegen haben wir uns entschieden, da auf einen Hersteller zu gehen und nicht auf mehrere. Sonst vielleicht noch mal ein kleiner, jetzt seid ihr natürlich umgefallen, ein kleiner Hinweis, dieses Regal hier, dieses Honigwabenregal, ist auch komplett aus dem Lasercutter entstanden und im Lasercutter geschnitten, dann angemalt und verleimt worden. Das ist eigentlich auch nur ein MDF-Holz, so wie das, aus dem die OER-Kämpfflagge auch war. Als kleines Exempel haben wir hier unser Fini, das ist unser FabLab-Maskottchen. Die ist komplett hier im Textilbereich entstanden. Die Augen oder die Möwe vom FabLab ist entsprechend drauf gestickt. Im Mund befindet sich ein kleiner Magnet, sodass sie ihren 3D-gedruckten Schraubenschlüssel halten kann. Ja, haben wir hier einfach stehen, um eben zu zeigen, was mit den Maschinen entsprechend möglich ist. Hier nochmal so ein paar Exponate von unserem FabLab-Logo. Und hier, wenn ihr wirklich einen eigenen Makerspace habt oder aufmachen möchtet, erinnert die Leute daran, dass es immer cool ist, wenn sie ihr Projekt vielleicht zweimal machen, damit ihr in eurem FabLab am Ende auch was zum Ausstellen habt. So, hier sieht man jetzt schon mal ein bisschen grün durchleuchten. Er ist nämlich schon bis zur Hälfte fertig. Okay, genug zum Textilbereich. Gehen wir einmal in unsere Holzwerkstatt. Die haben wir jetzt nämlich auch von den anderen Räumen getrennt, um eben die ganzen Holzstäube etc. nicht bei den sensiblen 3D-Druckern oder bei den 3D-Scannern zu haben. Hier haben wir auch eine eigene oder sind gerade am Installieren eine eigene Abluft, dass eben die Holzstäube auch fachgerecht den Raum wieder verlassen können. Wir haben hier eine Bandsäge, eine Kapp- und Gärungssäge. Wir haben sehr, sehr große Werkbänke gebaut. Die haben wir tatsächlich auch selbst gebaut, damit es eben hier auf die ganze Länge passt. Theoretisch haben wir auch noch eine Kreissäge. Allerdings sind wir hier gerade auf der Suche nach einer neuen. Deswegen steht sie hier nicht. Und natürlich alle möglichen kleinen Geräte wie Bohrmaschine, Bandschleifer, Rotationsschleifer, was man eben so braucht beim Holz bauen. Das hier wird mal eine Werkzeugwand. Hier kommen dann die verschiedenen Werkzeuge sehr
offensichtlich hin, dass jedes Werkzeug wirklich einen Platz hat mit einer Negativform oder einer kleinen Linie, die drumherum gezeichnet ist, damit man eben direkt sehen kann, welche Werkzeuge sind da, was fehlt vielleicht gerade und wo muss ich mein Werkzeug wieder hinräumen, wenn ich fertig bin mit dem Arbeiten. Denn wir sind alles kreative Chaoten und das passiert sehr, sehr schnell, dass die Werkzeuge ja nicht mehr an ihren Platz zurückkommen beziehungsweise woanders eingeräumt werden. Und da ist es sehr, sehr hilfreich, wenn man zum Beispiel so eine offene Wand hat, wo man mit einem Blick sieht, was gerade da ist und was nicht. Okay, gehen wir weiter. Ich muss einmal ein bisschen in den Raum rein, dass das Licht angeht. Hier ist unsere Metallwerkstatt oder der Metallbereich. Wir haben hier eine kleine Tischbohrmaschine. Die kann ich eigentlich auch für jeden Makerspace empfehlen, weil es einfach sehr, sehr, ja, man braucht immer mal irgendwelche geraden Löcher für alle möglichen Projekte und dafür ist dieses Teil wirklich sehr, sehr hilfreich. Hier haben wir natürlich auch ein paar Arbeitsbereiche, an denen man sitzen kann. Wir haben tatsächlich ein eigenes Waschbecken extra hier angebracht, damit man sich die dreckigen Hände nach dem Drehen auch säubern kann, ohne einmal komplett durchs Lab rennen zu müssen. Hier haben wir eine alte Schaublin, die wir aus einer alten Werkstattauflösung übernommen haben. Und aktuell sind wir dabei, die an die aktuellen Sicherheitsstandards anzupassen. Hier sieht man zum Beispiel den Notaus, der war standardmäßig nicht vorhanden. Ja, waren wir vor Corona sehr, sehr gut dabei. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen verzögert worden. Hier wird alles angepasst und dann am Ende abgenommen, sodass diese Maschine auch in den Regelbetrieb übernommen werden kann. Hier haben wir unsere Schulungsmaschine, die Optimum Drehbank. Ist auch eine manuelle Drehbank und ja, die läuft und wird bei uns entsprechend auch von den Mitgliedern genutzt. Die ist schon im Einsatz. Hier sieht man noch einen kleinen Werkstattwagen, wo auch aller mögliches Werkzeug drin ist. Und hier sind tatsächlich auch kleine Formen drin, in denen man direkt sieht, wo das Werkzeug fehlt beziehungsweise wo es später hingehört. Ich habe gerade gehört, die Stickmaschine ist fertig, aber das schauen wir uns dann, das Resultat schauen wir uns dann nachher an. Wir gehen erst einmal weiter. Hier rechts haben wir nochmal Toilette und Serverraum. Die Türen lasse ich jetzt mal zu, denn wir kommen in unseren CNC-Fräsenbereich. Die CNC-Fräse eignet sich jetzt wahrscheinlich weniger, um sie in Schulen einzusetzen, da sie sehr groß ist und eine sehr gefährliche Maschine ist. Nur um vielleicht mal ein Gefühl dafür zu bekommen, hier sieht man die CNC-Fräse, die hat jetzt oder sie braucht einen eigenen Raum, den man entsprechend auch verschließen kann, natürlich. Einfach weil es ja ein höheres Gefährdungspotenzial ist. Wir haben hier einen oder hier wird ein Fräser eingespannt, der sehr, sehr schnell rotiert. Und wenn hier irgendwas passiert, möchte man nicht im Raum stehen. Ich kann hier einmal ein bisschen rumgehen. Es tut mir leid, es heilt ein bisschen. Die Fräse ist auch noch nicht in Betrieb, wie man sieht. Hier sieht man, sieht man nicht ganz so gut, tatsächlich die Spindel, das ist über diesem grauen Schlauch, wo der Fräser dann später eingespannt wird. Dieses blaue Teil hier ist ein Portal, das nach vorne fahren kann und dieser graue Kasten, auf dem der Fräser eingespannt ist hier, der verfährt entsprechend an der X-Achse, also nach links und rechts und nach oben, nach unten, um entsprechend die Werkstücke fräsen zu können. Die Bedienung von der Fräse ist hier im Außenbereich dann an dem PC möglich. Innen haben wir auch nochmal ein Display, um zum Beispiel beim Einstellen der Fräse auf den PC zugreifen zu können. Aber sobald die Fräse läuft, sollte die Person dann hier draußen sein und über das Fenster und natürlich ganz, ganz wichtig die Ohren, die Fräse überwachen. Denn gerade bei der Fräse hört man sehr, sehr gut, ob das alles so läuft oder ob man irgendwelche Schwingungen im Holz hat, die man vielleicht vermeiden sollte oder das Werkstück nicht richtig fest ist zum Beispiel. Gut, kommen wir in den letzten Raum. Das hier ist unser Druckraum. Hier steht alles, was druckt. Ursprünglich war es mal als 3D-Druckraum gedacht, aber dann ist noch viel, viel mehr druckendes Zeug dazugekommen. Wir haben hier einen großen Posterdrucker. Der ist tatsächlich auch sehr spontan gekommen, weil jemand aus der Community sich den holen wollte, aber zu Hause keinen Platz hatte und diesen jetzt als Leihgerät bei uns zur Verfügung stellt. Hier stehen normalerweise mehrere Drucker, also unsere SLA-Drucker, die sind wir aber aktuell am Austauschen. Deswegen ja, ist es wieder ein bisschen leer.
Und hier stehen normalerweise auch viel, viel mehr 3D-Drucker, aber die sind teilweise jetzt zu Wartungszwecken bei Mentoren zu Hause. Wir haben zum Beispiel hier sonst noch einen Brusa 3D-Drucker, haben uns ein MMU-Kit, also ein Kit, mit dem man mit mehreren Materialien, mit insgesamt 5 Materialien in einem Werkteil drucken kann, zugelegt. Und das einzurichten dauert ein bisschen, deswegen steht der Drucker gerade bei dem Gerätementor zu Hause und wird ausprobiert. Hier haben wir insgesamt 3 Rankforce-Drucker. Das sind unsere Schulungsdrucker, da sie ja, sehr, sehr robust sind, was Fehlbedienungen angehen. Und weil man hier trotzdem noch sehr, sehr gut sieht, was passiert und man die Möglichkeiten hat, das alles gut einzustellen. Was wir hier noch haben, ist einmal unser Ultimaker 3 Extended. Dieser Drucker ist etwas abgeschlossener, jetzt zum Beispiel als die Rankforce-Drucker, und deswegen eignet er sich zwar sehr gut zum Drucken, wenn man wenig warten möchte, aber man sieht natürlich auch nicht so gut, was da eigentlich passiert. Deswegen haben wir extra die Rankforce-Drucker, die sind damals auch als Findelkinder zu uns gekommen, die waren kaputt, die haben wir dann wieder repariert und hier zum Einsatz gebracht. Aber dieser Ultimaker zum Beispiel hat zum einen einen sehr hohen Bauraum und wenn man das hier so sieht, er hat 2 Düsen. Das bedeutet, wir können mit 2 Materialien gleichzeitig drucken und zum Beispiel auch etwas drucken, was ein schwer entformbares Modell ist, so heißt das. Ich hole hier einfach einmal ein Modell. Zack, das hier ist ein 3D-gedruckter Würfel, in dem ein anderer kleiner Würfel drinnen ist. Und sowas kann man zum Beispiel nur drucken, wenn man ein Stützmaterial verwendet, was man später auflösen kann. Wir haben hier zum Beispiel PVA. Das kann man im Wasser auflösen. Man wirft seinen Teil dann zum Beispiel ins Wasser bei 70 Grad oder bei 50 Grad, meine ich, rührt es dort ein wenig rum und nach der Zeit lösen sich die Stützmaterialien, sodass man dann nur noch das fertige Werkstück in der Hand hat. Hier vielleicht nochmal ein Modell aus einem zweifarbigen 3D-Druck, auch vom Ultimaker. Das ist mit weißem und rotem Filament gedruckt. Das ist einfach dieses Standard-Benchy, was jeder, der schon mal einen 3D-Drucker eingestellt hat, sicherlich kennt. Genau, und ansonsten haben wir hier normalerweise immer in dem Raum auch passende Showregale, wo wir eben so, Exponate von den Geräten hinstellen. Da wir jetzt im Umzug allerdings noch nicht fertig sind, fehlt das noch. Was hier unten vielleicht gerade gebaut wird, was ich euch einmal zeigen kann, ist ein Filamentlager. Daran solltet ihr nämlich auch denken, denn Filament möchte am liebsten trocken gelagert werden, da gerade sensible Materialien wie PETG gerne mal Wasser ziehen. Und wenn die zu viel Feuchtigkeit abbekommen, könnt ihr die nicht mehr verdrucken. Deswegen haben wir hier vor, unten im Regal einen abgeschlossenen Bereich zu machen, dort einen Entlüfter reinzustellen. Ich glaube, da steht sogar schon einer, dieses weiße Teil, das kannte ich auch noch nicht, um eben eine möglichst trockene Umgebung für das Filament zu haben. Diese Teile stehen auf Rollbrettern, das heißt, man kann sie nach vorne bequem rausziehen, sich das Filament rausholen, was man haben möchte, in den Drucker laden und dann entsprechend diese Tür wieder schließen. Die Tür haben wir auch schon, die steht daneben, hier. Aber ja, ist quasi fertig, müsste man halt mal zusammengebaut sehen. Als 3D-Drucker haben wir hier noch einmal den Da Vinci stehen. Der hat einen abgeschlossenen Bauraum, was sehr hilfreich ist, um zum Beispiel Materialien wie ABS drucken zu können. Denn ABS hatten wir in dem OER-Camp auch schon, ist ein wenig zickig, was die Verarbeitung angeht und möchte gerne eine sehr konstante Temperatur. Deswegen ist ein abgeschlossener Bauraum immer gut. So, hier haben wir jetzt noch unseren UV-Drucker. Dieser Drucker kann farbige Bilder auf alle möglichen Oberflächen bedrucken. Wir sehen hier, wenn wir grob reinschauen, auch wie bei einem normalen Tintenstrahldrucker verschiedene Laserpatronen oder verschiedene Farbpatronen in verschiedenen Farben. Und wenn wir uns ein paar Exponate des Druckers einmal anschauen, habe ich euch hier hingestellt, sieht man, dass die Farbauslösung wirklich sehr, sehr gut ist und dass er sehr viel kann. Unsere Schlüsselkartensysteme bedrucken wir zum Beispiel auch mit dem UV-Drucker. Hier sieht man einmal, das war unser allererster Entwurf der Maker Card. Und der Drucker ist tatsächlich auch in der Lage, verschiedene Erhebungen zu bedrucken. Also hier ist so ein 3D-gedrucktes Teil, das sieht man da ein bisschen im Hintergrund, was kleine Nopsis hat. Ich hole das einfach mal hierher. So.
Und das stört den UV-Drucker auch nicht weiter. Das heißt, er kann auf diese Erhebungen auch drucken. An Materialien geht eigentlich ja so ziemlich gut wie alles. Martin hat mir gerade noch mal ein paar Objekte gebracht. Hier ist zum Beispiel ein Glas, was bedruckt worden ist mit einem Silvesterfeuerwerk. Hier aus dem Parkhaus, aus der Umgebung, so rum seid ihr. Genau. Also es ist sehr, sehr, sehr viel möglich. Ich versuche euch das hier einmal zu zeigen. Und damit lassen sich auch wirklich sehr gute Kunstwerke erschaffen. Der Drucker muss allerdings immer eingeschaltet sein, weil er sich täglich reinigt, damit entsprechend die Teile nicht austrocknen. Und er macht immer einen konstanten Lärm, den man, wenn man im selben Raum arbeiten muss, dann doch irgendwie merkt. Okay, kommen wir zu unserem letzten Gerät. Das ist eins, welches sehr, sehr für Schulen geeignet ist, wo wir jedoch keine Zeit für hatten im Rahmen des OER-Camps, nämlich ein Vinylcutter. Der Vinylcutter kann Folien oder eben Papier schneiden und kann dann auch alle möglichen Logos oder eigene Kreationen auf Textilien bringen, zum Beispiel auf T-Shirts, indem man das Ganze macht. Ich schalte das Teil einfach einmal an. Oh, ja, das war ein Fehler, natürlich. Ich muss nämlich erst den Origin setzen. So. Genau. Dort ist ein kleines Messer drin, was in der Lage ist, ja, okay, jetzt ist natürlich die Folie rausgekommen. Ich glaube, das machen wir dann später eher in der Question-and-Answer-Runde vielleicht nochmal, dass wir den Drucker sehen. Ah, wobei, geht auch so. Genau, die Folie muss hier entsprechend einmal eingespannt werden, geladen werden. Dann muss einmal ein Origin gesetzt werden, was ich vorhin nicht gemacht habe. Zack. Oh. Ich fürchte, ihr seht gerade nur noch ein paar Frames, weil mein Akku nicht mehr so gerne möchte. Genau, und wenn ich hier dann auf Schneiden gehe, zack, fängt er an der Stelle, die ich eben eingerichtet habe, zu schneiden. Ich gehe einmal zu meinem Ladekabel zurück, denn mittlerweile ist mein Akku einigermaßen leer und mein Laptop möchte nicht mehr so. Das fertige Resultat nehme ich einfach einmal mit, zack, und zeige es euch gleich am Strom. Gut, dann gehe ich einmal rüber. Bitte verzeiht die Achterbahn. Zack. So. Ich könnte natürlich die Kamera auch einfach kurz ausschalten, aber ich hoffe, es ist nicht zu ruckelig. Und gleich bin ich an meinem Ladekabel, keine Angst. Ja, wäre ja auch komisch gewesen, hätte alles direkt funktioniert. Gut, hier sind wir wieder am Strom angekommen. So, und ich hoffe, gleich normalisiert sich der Stream wieder. Tadadadab. Sonst schreibt gerne mal in den Chat, wenn es wieder flüssig läuft oder ob ihr mich auch flüssig hören könnt. Ja, Fehler müssen passieren, sind auch gar nicht schlimm, denn daraus lernt man sehr gut. Was dann aus dem Vinylcutter kommt, ist zum Beispiel dieses hier. Das ist das OER-Camp-Logo. Ja, das Bild wackelt. Das ist schade. Ich bewege mich einfach nicht mehr so viel. Und das ist jetzt zum Beispiel auf einer T-Shirt-Folie, aus einer T-Shirt-Folie ausgeschnitten und kann dann entsprechend auch auf Textilien aufgebracht werden, sodass man dann seine eigenen Logos ziemlich schnell auf T-Shirts bekommt, was vor allem jüngere Nutzer des FabLabs sehr, sehr schnell begeistert oder sehr, sehr gut begeistert, weil man eben auch wieder schnelle Resultate hat. Gut, da das Video jetzt absolut nicht mehr will, ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck vom FabLab bekommen. Was ich noch ansprechen wollte, sind einmal ein paar Making-Netzwerke, denn es ist natürlich, sind nicht nur die Maschinen, die das FabLab ausmachen, sondern es ist das gemeinsame Basteln, die Community, der Erfahrungsaustausch. Und was dabei wichtig ist, ist zum Beispiel, oder das ist nicht nur im eigenen Lab so, sondern auch deutschlandweit oder sogar international. Es gibt sehr, sehr viele, also abgesehen, wenn wir nicht gerade Corona haben, sehr viele Veranstaltungen wie Maker Fairs, auf denen sich Maker, Fab Labs, Makerspaces treffen und einfach demonstrieren,
was sie so gebastelt haben, Workshops anbieten oder andere Sachen machen. Alternativ gibt es auch verschiedene internationale Veranstaltungen, wie die FEP 20 da mittlerweile, also FEP-Jahreszahl, wo wirklich weltweit Maker zusammenkommen, um sich zusammen auszutauschen. Die letzte war beispielsweise in Rom. Dort hatten wir leider nicht die Möglichkeit hinzufahren, aber ein befreundetes FabLab ist hingefahren und das war wirklich sehr, sehr imposant. Wir haben einige Bilder und Videos natürlich verfolgt. Wenn ihr in diese ganzen Verteiler reinkommen möchtet, meldet euch einfach bei den offenen Werkstätten an oder bei fablabs.io, abonniert den Newsletter und da bekommt ihr dann diese Veranstaltungen meistens auch zugeschickt. Also wir bekommen jedes Jahr eine Einladung dann zum Beispiel zu diesem internationalen FabLab-Event. Ansonsten schreibt andere FabLabs an, erzählt von euren Herausforderungen, die ihr habt und wie die anderen das gelöst haben. Wenn ihr ein FabLab an der Schule gründen möchtet, möchte ich nochmal auf die Diskussionsrunde von Nele Schmidt aus dem Ideenreich Flensburg verweisen. Den Link oder die Kontaktdaten schreibe ich euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Sie hat nämlich eine kleine Community namens Maker Education ins Leben gerufen. Das ist auch ganz, ganz frisch. Wir haben bald einfach das zweite Treffen. Und dort sind alle möglichen Lehrer oder Dozenten, die im Bildungsbereich tätig sind und dort einen Makerspace betreiben oder mit einem Makerspace zusammenarbeiten oder das später möchten. Bisher lief es so ab, wir haben einfach Fragen aufgebaut, haben uns zusammen getroffen und haben dann gemeinsam diese Fragen diskutiert. Also, wenn ihr einen Makerspace aufmachen möchtet, schreibt einmal entweder mir oder Nele eine E-Mail, dass ihr euch in den Verteiler mit aufnimmt. Dann wird immer ein Termin abgestimmt und so, alle 3 Monate treffen wir uns dann einmal digital und besprechen nötige Fragen. Gut, damit verabschiede ich mich von euch. Danke, dass ihr diese Reihe geschaut habt oder dass das entsprechend möglich gemacht wurde. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte ein wenig weiterhelfen, wenn ihr jetzt euren eigenen Makerspace eröffnen wollt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt andere FabLabs an oder schreibt entsprechend unten einmal in die Kommentare. Wir reagieren darauf und wir sind alle eine Community, die gemeinsam arbeiten möchten. Dankeschön.